Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Schnapp die Biene 1, einem Zelda-Klon. Wir sind gerade vom Wüstentempel zurückgekehrt und gehen jetzt mal Richtung... Ja, wo gehen wir hin? Inoa heißt es Dorf. Das Dorf. Wie heißt das Dorf? Das Dorf heißt Inoa. Ach, deswegen, jetzt weiß ich, woran mich das erinnert. Das erinnert mich an Rinoa aus Final Fantasy 8. Mein Gott, hat das lange gedauert, um da drauf zu kommen. Jesus. Jetzt, wie viele Folgen? 15 ist es jetzt. Ah, ja, ja. Hallo? Senor? Mr. Pastor? Hab ich nie gesprochen. Ich glaube, ein Italiener. Wie kannst du diesen Heiligen auch durch deine Ungläubigkeit entweihen? Verschwinde sofort! What the fuck? Okay, sorry. Sorry, Fam. Gibt's hier irgendwas Neues zu erkunden? Ich schätze mal nicht. Wäre eigentlich auch nichts Neues. Ah, doch. Stimmt, wenn man den Morgenstern. Irgendwo müssen wir jetzt was aufkriegen, eigentlich. Ich glaube, es war auf der rechten Seite, aber ich glaube, es war. War es unten oder was oben? Ich guck mal unten. Einmal. Zweimal. Dreimal. Hm. Klick, klick, klick. Kann ich das Ding da rüberwerfen? Oh. Offensichtlich nicht. Da kommt man nicht rauf. Das ist so weird. Hm. Schwören können, das wäre richtig. Na gut, dann nicht. Dann gehen wir in die Stadt. Haben wir auch wieder genug zu erkunden und zu bereden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde gerne erkunden gehen. Oh. Ach, dieser scheiß Morgenstern, weg damit. Hab doch einen langen Dolch jetzt. Woo. War die Musik? Achso, stimmt. Der hatte in der Stadt ein anderes Theme. Oh, Jesus. Seit du angekommen bist, sind viele von uns gestorben. Ein Zufall, Alundra? Nein. Ein Fluch. Ein Fluch, der über uns hereinbrach in dem Moment, als du angekommen bist. Du bist ein Todesengel. Ein Seelenverschlinger. Verlasse dieses Dorf sofort. Nein, Mann. Papa Jess! Hast du gehört, was der gesagt hat? Papa Jess! Hast du gehört, was Giles gesagt hat? Diese schrecklichen Geschehnisse in unserem Dorf sind nicht deine Schuld. Wir sollten uns glücklich schätzen, wenn du unser Problem wärst. Ha, vergiss es einfach. Mach dir keine Sorgen. Egal was passieren wird, Alundra, ich stehe dir immer bei. Mein Sohn. Ist ja funny, dass er das wirklich sagt. Dabei dachte ich, es wäre bloß ein Hirngespinst von mir. Na gut. Wir speichern mal fix. Nicht, dass irgendwie das Spiel crasht oder so, wovon ich nicht ausgehe, weil das passiert echt selten. Ehrlich gesagt, ist, glaube ich, das Spiel noch nicht einmal gecrashed im Emulator. Hm. Insgesamt habe ich das Gefühl, dass die Konsolen früher, die alten Konsolen, hier PS1, PS2, SNES und so weiter, sehr resistent waren, was Spielabstürze und Konsolenabstürze angeht. Habe ich da überlegt, wie oft meine Xbox damals abgestürzt ist, also meine Xbox 360 und meine PS4? Yikes. Ganz schön häufig. Eigentlich schon merkwürdig. Aber sollte man ja davon ausgehen, dass die Technik ein bisschen weiter ist und das jetzt nicht mehr so oft passiert, aber es passiert häufiger. Aber es ist jetzt halt auch mehr Technik in den Konsolen drin, also. Hallo Alundra, nimmst du mich mit zum Strand? Ich möchte die niedrige Flut sehen. Und meinen Bruder dort eingraben und seinen Kopf rausschauen lassen. Nur sein Kopf. Der Ozean im Süden des Dorfes hat sich zurückgezogen. Mein Großvater sagt, die Flut war seit 10 Jahren nicht so niedrig. Giles hat gesagt, du bist in Wirklichkeit ein Dämon. Wenn das stimmt, kann ich mal deine gespaltene Zunge sehen. Bauer. Wieso nennt er mich eigentlich immer Bauer? Was ist eigentlich sein Scheißproblem? Was habe ich ihm getan? Ihm persönlich habe ich noch gar nichts getan. Wachst du am Strand? So eine niedrige Flut habe ich seit vielen, vielen Monaten nicht mehr gesehen. Diese merkwürdigen Gezeiten bedeuten nichts Gutes für uns alle, befürchte ich. Also sollen wir zum Strand, ja? Alundra, du hast uns seit deiner Ankunft geholfen und doch gibt es Leute, die ganz oft schlecht über dich sprechen. Ups. Das ist traurig. Ja, indeed. Bei oben irgendwas? Ich vergesse das immer. Jedes Haus sieht irgendwie für mich gleich aus. Ich kann mir das nicht merken. Hier sind Betten. Und die normalen Kisten. Und ein Stuhl. Ich denke nicht, dass hier etwas ist. Okay.
Aber wird da deertiert ist es aus. Nehmen wir noch was zu den Konsolen. Ich meine, die Technik war damals halt nicht so weit, ne? Da war nicht viel drin in so einem Super Nintendo oder einer PlayStation 1. Zumindest nicht sehr viel im Vergleich zu heute. Die PlayStation 4 und so weiter, die haben ja wesentlich mehr Hardware, die auch einfach dann viel mehr fehleranfällig ist. Auch was die Software angeht. Nur weil etwas neuer ist, heißt das nicht, dass es besser ist. Alundra, als allererstes, ich glaube nicht an die Götter. Vielleicht früher, aber jetzt nicht mehr. Und selbst wenn sie es mir persönlich sagten, du bist kein Teufel. Okay. Danke, Bro. Was ist dein Gott an einen Ungläubigen? Ja, hier ein paar random Filmzitate rumschmeißen ist immer gut. Jace ist ein netter Mensch, Alundra. Die Ereignisse haben ihn verwirrt. Ich denke, er wird bald wieder normal werden. Also, lach mal wieder, okay? Ich glaube, Jace ist ein Dämon. Vielleicht sollten wir den umbringen. Ich meine, retten. Der südliche Ozean ist ganz verschwunden. Man kann ein ganzes Stück ins Meer hineingehen. Ein paar von den Leuten wollen das zum Muschelsammeln nutzen. Muscheln? Oh, habt ihr mal Muscheln gegessen? Ich finde die so eklig. Mein Großvater hat mir einmal von einem Schrein am südlichen Ufer erzählt. Jetzt, wo das Wasser so niedrig ist, kann man ihn vielleicht sehen. Huh. Neuer Dungeon? Und vermutlich die Möglichkeit, schwimmen zu lernen? Wahrscheinlich können wir einfach flossen. Es tut mir leid, ich fürchte, mein Bruder hat die Grenze zwischen Glauben und Fanatismus überschritten. Ich glaube nicht, dass du etwas mit dem Todesfeld zu tun hast. Lass mich in Ruhe, mein geliebter Owen. Owen! Mr. Wilson, Sir! Achso, den Shop muss ich gleich noch reingucken. Ganz, 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 ganz dringend. Ich meine, ich klappere jetzt eh alle Häuser, aber ich habe mich nämlich jetzt dafür entschieden, dass ich das einfach in meinem Tempo spiele und nicht versuche, hier irgendwie durchzurushen. Und ja, gut ist dann, ne? Und ich habe jetzt halt gerade Bock, mit allen zu sprechen. Nichts Neues. Gut, dann kaufe ich wenigstens das hier. Fang! Ein Zaubertrag für 30 Gulden, das ist ja nix. Ja geil, danke. Ich hätte trotzdem lieber noch einen Lebensdiamanten, einen zweiten. Also, einen zweiten zum Kaufen, meine ich. Meine Neffen waren in der Wüste, um Heilkräuter zu suchen. Hat sich aber nicht für 5 Pfennig gelohnt. Bro, deine Neffen sind irgendwie 7 oder so. Geld. Ich sammle gerne Geld, weil ich einfach gerne was auf Vorrat habe. Und dann kann man sagen, hey, wir brauchen jetzt kein Geld mehr. Nichts würde mir mehr das Herz brechen als der Verrat von jemandem, den ich liebe. Es gibt keinen Grund, das jetzt zu sagen, aber ich dachte, ich erzähle dir das mal. Wow, das klingt ja überhaupt nicht so, als würde Sybil irgendwann richtig ausrasten und Laser aus ihren Augen schießen und es versuchen umzubringen. In der Zukunft wird noch mehr passieren, Alundra. Meine Träume werden immer schlimmer und intensiver. Oh Gott. Kann's kaum erwarten. Du schläfst mit deiner Mutter in einem Zimmer, das ist ja... Das ist das Schlimmste, was bis jetzt passiert ist. Wow! Oh, diese Maps, ich liebe das. Und das Feuer, oh. Da möchte man sich gerade hier hinstellen und ein bisschen chillen. Genug gechillt. Ich muss mal über deine Teekanne drüber springen, dankeschön. Büsche. Keine Belohnung. Hervorragend. So mag ich meine Games. Nicht lohnenswert. So, hier ist der Alkoholiker drin. Gucken, wie es seiner Tochter geht. Das klingt anders, als ich eigentlich wollte. Ihr wisst schon. Na, wenn du es nicht der Teufel selbst ist. Du bist der Schäfer und wir sind die Schäfchen, die zum Schlachten geführt werden. Wo geht ihr eigentlich seinen ganzen Alkohol her? Oh mein Gott, die ist so traurig. Du bist ein Gott, oder? Ich kann deine dunkle Macht spüren. Wer das gesagt hat? Ich weiß nicht. Ich habe es nicht gesagt und du wüsstest, wenn ich lügen würde. Verräter. Wen wirst du als nächstes töten? Jesus Christ. Okay. Was ist mit ihr? Das war ein seltsamer Dialog. Ist sie jetzt irgendwie ein Orakel oder so? Oder bildet sie sich auch einfach nur noch Sachen ein, so wie ihr Vater, der halt definitiv irgendein Problem hat. Ich bin mir sicher, wir werden es irgendwann ausfinden.
Warum bist du hier? Seit du angekommen bist, sind viele von uns gestorben. Den Dialog hatte ich schon, also sage ich ihn dir nicht nochmal. Verpiss dich aus unserem Dorf, du Seelenverschlinger. Okay, mal schauen, was er dazu sagt. Wie heißt der? Keen? Klein, na ja, fast. Joyce sagt, dass er eine Botschaft direkt von den Göttern bekommen hat. Du sollst ein Teufel sein? Das glaube ich nicht. Ich habe das Gute in dir gesehen. Du bist kein Teufel. Danke, Mann. Wenigstens ein paar Leute hier glauben an mich. Das finde ich cool. Ich finde das cool. Ich mag das sehr gerne. Auch dass das Dorf nicht alle, dass die, das ist halt ein realistisches Dorf. Es gibt ein paar Leute, die sagen, ja, er könnte tatsächlich böse sein. Dann gibt es die Leute, die hier um ihre Verstorbenen. Teufel, Mörder! Bist du zurückgekommen, um auch meine Seele zu holen, du dreckiger Dämon? Bete darum, dass dich die Götter von an dir rächen, wie sie sich noch nie an jemandem gerecht haben. Dann gibt es die Leute, die mich verfluchen, weil ich es nicht geschafft habe, ihre Lieben zu retten. Und die jetzt einfach voller Grief, Trauer und Frust sind. Alter, Geiz erzählt jedem, dass du ein ganz bescheulicher Dämon bist. Schuldest du ihm Geld oder so? Also er ist wirklich hinter dir her. Oh mein Gott, der Ober! Bonheur hat mir erzählt, dass die Flut so nennt ist, dass man den gesamten Strand noch sehen kann. Es ist schon 10 Jahre her, dass so etwas passiert ist. Ich erinnere mich, weil Bonheur sich damals beklagt hat, dass er nicht surfen kann. Und ich surf jeden Tag, seit meiner Geburt, Bro. Du bist Lutus, ne? Wenn du wirklich ein Teufel wärst, dann würde dieses Dorf schon längst nicht mehr stehen. Ich bin sicher, Giles wird seinen Fehler einsehen. Ja, das hoffe ich auch. Zwar nicht so melodramatisch wie du, aber ja, ich hoffe es auch. Hi. Ich habe Angst, Alundra. Ich habe mich entschlossen, nicht mehr zu schlafen. Jetzt bin ich schon 2 Tage wach geblieben. Bringst du mir noch etwas Kaffee? Das ist eine interessante Welt, weil die haben ja Kaffee. Ich meine halt alle wichtigen Ressourcen. Na gut, Kaffee gibt's halt auch schon echt ewig, ne? Keine Ahnung, wo das angefangen hat mit Kaffee, also wahrscheinlich in den östlichen Ländern, aber... wobei die östlichen Länder trinken eher Tee. Ich hab keine Ahnung, wenn jemand weiß, wo Kaffee herkommt, bitte zu mir. Mit zu mir meine ich, ihr sollt mir den nicht schicken, ihr sollt mir den Standort oder die Wikipedia-Einträge oder was auch immer in die Kommentare schreiben. Strand, okay. Dann gehen wir mal zum Strand. Nachdem wir jetzt das ganze Dorf abgeklappert haben. Ah, okay, was befindet sich hier? Hier sind Todesschildkröten, das ist schon mal interessant. Gut, die sind ja kein Problem mehr, jetzt wo man die mit 3 Schlägen tot kriegt. Zack, 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 zack. Okay, an dem Baumstamm komme ich nicht vorbei. An dem Stein vermutlich auch nicht. Ich probiere es zwar mal aus, auch wenn die Baumstämme schon sehr verdächtig aussehen. Strand, Nafas Hütte, Dorf von Inora. Okay. Das habe ich mir gedacht. Mit dem Morgenstern kriege ich das auch nicht kaputt, das weiß ich. Da ist eine Truhe, die sehe ich doch. Aber ich komme nicht dran. Vermutlich, weil ich nicht schwimmen kann. Ist jetzt hier der Dungeon drin einfach? So ganz simpel. Sehr ominös. Darf ich darauf? Ich komme nicht drauf, dammit. Mann. Es gab eine Ebbe, weil wohl deine Macht. Aber das ist unmöglich. Oh verdammt, ich rede wieder in verwirrenden Halbsätzen, oder? Dabei habe ich geschworen, dass ich damit aufhöre. Ja, dann sprich doch in ganzen Sätzen. Nava, mein Dude. Okay. Audioboden. Na gut. Wo geht's dann weiter? Ist hier noch ein Weg irgendwo? Weil in die Truhe komme ich ja scheinbar jetzt erstmal doch ran. Nevermind. Komm ich da nicht unten durch? Ich komme da nicht unten durch. What the fuck? Stand von Inora. Achtung, keine Rettungsschwimmer im Dienst. Haha, witzig. Ich will trotzdem nochmal gucken, ob ich da irgendwie rankomme. Ich komme da nicht ran. Das ist so weird. Warum sind hier Feuerschildkröten am Strand? Okay. Hier muss ja angeblich irgendwo ein Tempel sein.
Was ist das für ein Billigrätsel gewesen? Ja, mehr hätte ich auch nicht erwartet. Das behalten wir mal im Hinterkopf. Also, ich vergesse es eh wieder, aber ihr könnt es ja mal im Hinterkopf behalten. Hier ist ein Eingang. Hier ist... Ach, schaut mal. Da muss doch irgendwann irgendwas wachsen oder so. Hm. Kam das nach PlayStation 1? Das war N64-Zeit, ne? Ja. Das heißt, es könnte nach Ocarina of Time rausgekommen sein. Achso, da muss man sich mit Aufgang machen. Jetzt habe ich das erst geschnallt. Du bist gar keine Schildkröte. Hoffentlich habe ich den nicht noch gebraucht. Das Schwert macht mehr Schaden. Oh, ich mag die Musik. Die hat was Beruhigendes. Sterb! Sehr beruhigend. Okay. Ich klopp mal alles weg hier, weil das nämlich, glaube ich, alles Unsinn ist, was hier steht. Ja. Kein Secret, also weiter geht's. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch Secrets gibt. Ups. Also so versteckte Pfade oder so, die man nicht, die man wirklich nicht sieht. Das wäre natürlich mal interessant, noch zu wissen. Stopp! Oh. Das kann ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe das Gefühl, das war nicht richtig. Oh! Und Heilkraut, ja, hervorragend. Wir gehen immer da oben lang. Auch wenn ich davon ausgehe, dass das nicht weitergeht, ja. Aber dann kann ich da oben. Ha. Wenn ich das hier wegkloppe, dann. Aha! Genau, was ich gehofft habe. Weil jetzt kann ich nämlich mit dem Stein hier hoch und dann kann ich darüber. Aber dann komme ich nicht zurück. Das heißt, das mache ich gleich erst. Lass mal schauen, was da unten ist. Nichts! Tatsächlich nichts, das gibt's ja nicht. Okay. Dann gehen wir hier oben weiter. Hep. Hep. Oh. Ah, ein Zwacken. Kann also auch was drin sein, okay. In den Steinen. Ha! Oh ja, ich musste springen. Ha! Ach, das war auch eine Klippe, die... Oh mein Gott. Das Ding zerbröckelt doch, das sehe ich doch von hier. Komm zu mir, du Ork! Okay. Was ist hier drüben? Nichts. Nur ein Schalter, an den ich jetzt nicht rankomme. Dann spring schnell! Fuck! Oh, ich kann jetzt auch in Wasser gut springen. Ist also nicht nur gegen Sand, sondern auch gegen normales Wasser nützlich. Schön. Geht's denn hier lang? Nirgendwo. Okay. Und. Ey, dann kann ich ja unten bei den Raptoren. Bei den Raptoren, bei den Echsenmenschen auch weiter. Ist das eine Tür? Das ist verschlossen. Das ist eine Tür. Huch. Ich hoffe, ich habe alles im Sumpf. Im Sumpftempel. Im Wasser. Mein Gott. Im Wüstentempel fertig. Ich hoffe, ich habe alles mitgenommen. Ich hoffe, ich muss da unten nicht die Viecher killen, um den Schlüssel zu kriegen. Ah, das wäre doof. Hep. So, alles easy. Der steht jetzt halt richtig schlecht für mich. Ich wünschte, ich könnte die runterschmeißen. Das wäre cool. Fänd ich schön. Hep. 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 Schön. Ah! Hol aus, ich schlag dich. Okay. Jetzt werde ich es wahrscheinlich falsch machen. Hm. Ich lasse es mal stehen. Weil es jetzt gerade nicht stört. Komm ich da rüber? Also da komme ich auf jeden Fall rüber. Gut. Jetzt kann ich das Zeug da unten auf jeden Fall auch kaputt machen. Weil es keinen Sinn für mich hat. Okay, aber damit komme ich ja nur zurück. Achso, komme ich damit zur Truhe? Ah. Aber da komme ich doch niemals rüber. Ich hatte recht. Hm. Thinking. Hep.
So, letzter Versuch. Dann muss ich zur Arbeit. Das, die Folge wird nicht mehr lang werden. Nicht mehr lange weitergehen. Hep, hep, hep. Okay. So viel Zeit habe ich dann doch noch. Ich dachte, es dauert ein bisschen länger, bis ich da jetzt runterfall. So. Hoch. Und da hoch? So, wie kommt man da hin? Ach, vielleicht geht dann. Ah. Vielleicht geht dann eine Plattform da einfach rüber. Lass mich in Ruhe! Grässlicher Ork! Garstiger Ork! Nein! Lass mich durch! Okay. Das ist schon umgelegt, das ist gut. Da kann ich mal Sachen wegkloppern. Oh, achso, der ist da oben. Dann gehe ich hier lang und hier rüber und da runter und klack. Aha. So war das also gedacht. Gut. Es befindet sich da. Oh. Ich will doch nur gute Items. Ich dachte, da ist jetzt irgendwas Nützliches drin. Ja, gut. Das ist ja. Das haben wir ja schon rausgefunden, dass man das hier lang auch machen kann. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist, aber ich gehe mal davon aus. Raus aus meiner Hut! Und hier geht's dann das nächste Mal weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch bis hierher gefallen hat, dann klickt auf den oberen Link. Dort gibt es die gesamte Playlist zu Alundra. Wenn ihr lieber was anderes von meinem Kanal sehen wollt, dann klickt auf den unteren Link. Dort gibt es eine Empfehlung des Hauses. Mein Name ist Jago. Ich sage noch einmal vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst nicht, euren Wuffel zu füttern. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!